Okay, also, ich habe gerade etwas, was ich schon sehr weit gestrickt hatte, alles aufgeribbelt und einen großen Knäuel daraus gemacht. Ich fange von vorne an, beziehungsweise fast von vorne. Den Kragen habe ich gelassen. Und ich dachte, euch hat letzte Mal der Vlog gut gefallen. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Da habe ich diese Strickjacke gestrickt. Und ich dachte, ich mache einen neuen Strickvlog und nehme euch dabei mit, wie ich einen Pullover stricke. Aus drei Knäueln mache ich den eigentlich, die jetzt hier alle zusammengewickelt sind. Der so oversized, chunky sein soll und ich stricke mit dicken Nadeln. Ja, irgendwie hatte ich die Proportionen noch nicht ganz raus, aber ich dachte, jetzt, wenn ich von vorne anfange, kann ich euch direkt auch mitnehmen. Die aktuelle Ausgangssituation ist also die, dass ich einen Kragen gestrickt habe, den ich schon einmal doppelt genommen habe, und jetzt werde ich im Halbpatent mit einer Raglan-Zunahme da ein Pullover draus machen. Es soll so ein bisschen cropped und oversized sein. Oh, genau, und ich habe drei Knäuel verwendet dafür in Kombination mit 7er Nadeln, also relativ dick. Ja, also ich versuche jetzt mal für die Raglan-Zunahme eine bessere Aufteilung hinzubekommen, weil das war auf jeden Fall vorher mein Problem, dass die Ärmel viel, viel, viel zu weit geworden sind. Ja, und das hat proportional gar nicht funktioniert. Ja, deswegen von vorne. Es läuft nicht ganz so gut gerade. Also ich habe jetzt ein ganzes Stück nochmal wieder gestrickt. Und ich glaube, die Aufteilung als Verhältnis von Schulter und Körperteil passt jetzt besser. Also ich habe den Schulter am Anfang halt weniger Maschen für die Schulter genommen und für vorne und hinten mehr. Und ich glaube, das ist ganz gut. Aber ich glaube, dass ich zu schnell Maschen zunehme für das Muster, weil sich Halbpatent eher in die Breite zieht als in die Länge. Weil man ja manche Maschen nur in jeder zweiten Runde auch strickt. Das heißt, es zieht sich ein bisschen in der Höhe zusammen und in der Breite weiter. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass der Körperteil, wenn man das wäscht, dann zieht sich das auch nochmal in die Weite, dass der fast schon breit genug ist, aber ich gerade mal hier über so 10 cm zugenommen habe. Das heißt, es natürlich nicht für hier ausreicht in der Länge. Das heißt, ich glaube, also ich nehme gerade in jeder zweiten Runde zu und vielleicht reicht es auch locker, wenn ich in jeder vierten Runde zunehme. Also ich möchte schon, dass der ein bisschen oversized ist, aber der soll ja nicht oversized sein und dann unter den Achseln irgendwie hängen. Das heißt, ich mache es nochmal auf. Ja, manchmal ist es so. Manchmal nimmt man einfach ein paar Mal nochmal wieder auf, ribbelt wieder alles auf. Aufgeribbelt habe, dann schaue ich immer, dass ich das bis eine Runde, bevor ich eigentlich wieder einsteigen möchte, quasi aufribbel und dann in der letzten Runde das immer Masche für Masche aufziehe und jede Masche dann einzeln aufsammel. Und dann geht es eigentlich relativ einfach, sodass man keine Maschen verliert. Weiterhin dabei, an dem Oversized Pullover zu stricken und eine Anleitung zu feilen. So ist aktuell der Stand der Dinge. Ich bin wieder kurz davor angekommen, wo ich die Arme vom Körper trennen kann, und habe jetzt, wie gesagt, die Aufteilung vom Verhältnis vom Körperteil und den Schultern verändert.
also den Schulterbereich ein bisschen kleiner gemacht und ich habe in jeder vierten Reihe zugenommen, sodass das Ganze länger wird, aber nicht ganz so breit. Ja, daran arbeite ich jetzt erstmal weiter und drücken wir die Daumen, dass ich es nicht noch ein drittes Mal aufmachen muss, sondern dass jetzt das dritte Mal daran stricken alle guten Dinge sind drei sind und ich nicht alle guten Dinge sind dreimal auftrennen ist. Also hoffen wir mal, dass das jetzt so passt, genau. Ja, daran mache ich jetzt ein bisschen weiter. Also wie gesagt, es nimmt Form an. Ich werde jetzt die Ärmel auf so Fäden rüberziehen und ich glaube, ich habe das schon mal in einem anderen Video gezeigt, aber ich nehme dafür so Fäden, die heißen, glaube ich, auch irgendwie so Stitch Wire oder so, sind im Endeffekt irgendwie ein bisschen wie so Scooby-Doo-Fäden, ein bisschen dünner. Das heißt, die haben ein Loch und man kann die auf die Nadel so aufstecken. Das heißt, wenn man hier was rüberziehen möchte, dann kann man die da so an die Nadel dran stecken und dann einfach die Nadel quasi rausziehen. Ein bisschen vorsichtig sein, dass man die nicht verliert über alle Maschen, die man eben ja, beiseite legen möchte. Genau, das mache ich jetzt. Dann habe ich hier einfach die Schultermaschen auf diesem Faden und kann die dann beiseite legen, wenn ich hier im Körperteil weiter stricke. So sieht's aus. Also jetzt sind die Ärmel auf diesen Fäden und ich kann einfach unten nur den Körperteil weiter stricken. Hier sind Runden. Ja, so mache ich das, wenn ich mit einer Raglanzunahme von oben komme und die einzeln weiter stricken möchte. So, und jetzt werde ich, glaube ich, erstmal rausgehen und draußen ein bisschen weiter stricken. Suche mir da irgendwie einen schönen Platz, weil die Sonne scheint heute noch sehr und die ganzen kommenden Tage soll es nur regnen. Und das muss ich nur mal ausnutzen. Leuchte gesetzt. Aber ich komme so schnell voran mit den dicken Nadeln. Und ich dachte, ich kann euch das morgen zeigen. Aber ich werde jetzt hier unten schon abketten und habe jetzt von so einem Patentmuster bei den letzten sechs Reihen zu einem, also von dem Halbpatentmuster in den letzten sechs Reihen einfach zu einem Rechts-Links-Bündchen Rippmuster gewechselt, einem ganz normalen, und das kette ich jetzt ab, auch ganz normal, klassisch, aber ich zeige euch das morgen nochmal alles im Hellen. Guten Morgen, es ist der nächste Tag. Ich habe gestern Abend, wie gesagt, gemütlich auf dem Sofa einiges weiter gestrickt und auch heute Morgen schon ein bisschen am Ärmel. Es geht wirklich, wie gesagt, super schnell. Ich zeige euch gleich, wie weit ich bin. Ich habe gerade einen Kaffee gemacht und
Ja, werde jetzt heute vor allem mich mit dem Pullover beschäftigen. Ich überlege nämlich, ob ich das als Videoanleitung einfach mache, weil ich glaube, das ist relativ einfach, auch in einem Video rüberzubringen, da jeder auch unterschiedliche Restewollen hat oder unterschiedliche Wollen dafür und das heißt, jedes Mal unterschiedlich dick ist und ich glaube, es ist relativ einfach, die Größe für sich selber dann anzupassen. Das heißt, relativ einfach, ich habe es dreimal aufgemacht, aber wenn man es richtig berechnet, dann sollte es funktionieren und jetzt passt es, glaube ich, vom Ärmel-Körper-Verhältnis gut. Das heißt, das kann ich dann natürlich in dem Video besser erklären, als was ich vorher ausprobiert habe. Deswegen glaube ich, dass es eine gute Videoanleitung werden könnte. Und ich bin gerade verwirrt, weil dann eine Taube vom Fenster weggeflogen ist. Genau, und deswegen werde ich heute daran ein bisschen weiterarbeiten, um die Anleitung dafür machen zu können, um die Videoanleitung zu machen. Alright. Also ich bin schon ein ganzes Stück weitergekommen. Ich habe unten abgekettet. Wie gesagt, ich habe das sehr cropped gemacht, also sehr kurz jetzt. Und bin jetzt gerade beim Ärmel. Und auch der kommt schnell voran. Bei dem Muster ist es wirklich so, dass es sehr, sehr ausleiert nach dem Waschen. Deswegen habe ich den jetzt so gemacht, dass er genau passt. So ein bisschen locker passt. In der Hoffnung, dass er dann noch so ein bisschen mehr oversized wird, wenn ich den wasche. Ansonsten ist der eher so eine Größe S wahrscheinlich, wenn der es jetzt sich nicht mehr so sehr aushängen sollte. Aber meine Erfahrung mit Hypertend, ich habe mal so eine, Balaclava? Ich sage das immer falsch. Und das klingt für mich wie Baklava oder so. Ich krieg's nie richtig hin. Balaclava heißen die, ne? Ihr könnt es mir gerne mal schreiben, wie es richtig ist. Auf jeden Fall habe ich so eine mal in dem Muster gestrickt und dachte währenddessen, die wird doch zu klein und habe die dann größer gemacht. Und dann nach dem Waschen war die einfach viel zu riesig. Also habe ich bisher, also das war so eine von den Halbpatent-Erfahrungen, wo es danach wirklich viel zu groß geworden ist. Hier habe ich einfach die Hoffnung, dass es sich so ein bisschen weitet. Ich finde, das ist ein super, die Wolle habe ich noch zu Hause Projekt und ich hatte einfach von den zwei Wollen nur 4 Knäuel, was für ein Schal oder sowas vielleicht auch gereicht hätte. Aber ich dachte mir, man hat doch häufiger mal so Resteknäuel rumfliegen oder von einem größeren Projekt, wo man dann doch nicht alles gebraucht hat. Und da finde ich sowas, wo man einfach so mehrere Wollen zusammenstrickt, super gut. Vor allem, weil man dann auch so einen Übergang schaffen kann zu anderen Farben. Ich nehme euch mal ganz kurz hier ab. Ich habe nämlich auch noch so hier unten einige Wollen. Solche wirklich so dickeren. In Orange und in Cremefarben. Und dann habe ich hier noch mehrere in so Orange, Rosa, Fliedertönen, dünnere, die man super gut, glaube ich, damit kombinieren könnte. Und auch nochmal so einen Pullover in ein bisschen wärmeren Tönen machen könnte. Ich habe auch vom Pumpkin Spice Cardigan noch 2 oder 1,5 Knäuel übrig, die man damit, glaube ich, auch nochmal gut kombinieren könnte. Also ich denke, da könnte nochmal ein gutes Reste-Wollprojekt draus entstehen, was ich dann wirklich filme als Anleitung. Genau, so gerade meine Gedanken. Ich mache da jetzt mal ein bisschen weiter. So, ich war jetzt gerade kurz vor Ende vom zweiten Ärmel und jetzt ist mir die weiße Wolle ausgegangen. Es waren nur noch so 3 Reihen. Also habe ich noch dieses bisschen grün übrig und stricke jetzt einfach 2 Fäden grün und eine von dem dünnen. Und dadurch entsteht jetzt einfach so ein kleiner Farbübergang zum Ende hin. Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Das schauen wir gleich mal. Aber es sind jetzt nur noch 3 Reihen. Und dann habe ich den Pullover an sich fertig. Und dann werde ich den mal ausmessen, bevor ich den wasche. Und danach nochmal messen. Denn ich bin mir ganz sicher, dass der ein ganzes Stück größer werden wird. Und um das mal so genau zu überprüfen, wie viel das ist, werde ich auf jeden Fall vorher und nachher mal nachmessen. Das ist gerade so mein Plan. Ja, also es ist nur noch ein Mini-Stückchen und dann kann ich euch zeigen, wie er aussieht. Okay, so sieht der Pullover aus.
Man sieht schon, er ist sehr kurz, also wirklich cropped. Das war der Plan, einfach um das so cool über Kleider oder High-Waist-Jeans tragen zu können. Und man sieht hier am Ende den Übergang zum Grün. Aber ich finde, das stört nicht. Ist eigentlich sogar ganz süß, das Ende. Genau, und jetzt messe ich einmal aus, wie lang die Ärmel sind und wie lang das in die Länge und in die Breite jeweils ist. Einfach um zu gucken, wie sehr sich das verändert, wenn ich das gleich waschen und trocknen werde. Okay, ich habe den Pullover gewaschen und jetzt hier auf dem Wäschereck zum Trocknen ausgelegt. Und ihn so ein bisschen in die Form gezogen, also schon mal ein bisschen weiter gezogen und ein bisschen länger, also in die Form, wie ich ihn bringen möchte. Und um schon mal die Maschen so ein bisschen vorzuspannen, genau, also man kann die Form auf jeden Fall noch ein bisschen anpassen beim Waschen und ihn dann halt eben liegend so trocknen, dass er in der Form bleibt, die man versucht, ihn dann so zu legen. Und genau, beim Halbpatent ist eben so, dass man das wirklich nochmal in die Weite ziehen kann. Und habe auch schon mal nachgemessen, dass in den meisten Richtungen so um 3 cm gewachsen, was ja ganz schön viel ist. Also an den Ärmeln ist es jetzt 18 cm breit, vorher hatten wir da 15. Und in der Weite sind wir auch irgendwie 34 und ich glaube es waren 31. Also es ist auf jeden Fall nochmal um einiges weiter geworden. Und jetzt lasse ich das Ganze mal trocknen und bin gespannt, wie es dann aussehen wird. Währenddessen gerade mein Pullover trocknet, teste ich schon mal, wie ich in dem Video, in dem ich euch die Anleitung erklären möchte, welche Wollkombination ich verwenden möchte. Ich hatte ja überlegt, mit der dicken Wolle, die ich noch da habe, die ist von Novita, die Super Junkie, hatte ich überlegt, die zu nehmen, aber ich glaube, die ist wirklich super chunky und das wird, wenn ich noch mehr irgendwie dazu mache, um halt diesen gemischten Effekt zu bekommen, wird es definitiv zu dick. Und deswegen habe ich gerade überlegt, nur diese dünnen Beilaufgarne quasi eigentlich zu verwenden. Und da habe ich gerade mal getestet, 4 zusammen zu stricken und das sieht so aus. Ich finde das sehr, sehr hübsch. Es fühlt sich sehr leicht an und trotzdem ist es relativ, also es wird nicht ganz so chunky knit sein, aber trotzdem dick und aber ein bisschen luftiger und es fühlt sich sehr, sehr schön an. Ich glaube, so wird die Kombi sein und dann werde ich einfach immer, wenn eins von denen leer ist, ein anderes dazu nehmen. Also ich habe einige noch in dieser Farbpalette im Bereich von so orange, gelb, Fliedertönen. Ich glaube, da kann ich ganz gut durchwechseln. Ja, also glaube ich, werde ich das so machen und ich denke, dass es auch nochmal einen ganz anderen Effekt zeigt, wie der Pullover aussehen kann. Das ist wirklich nur eine sehr, so wie so eine Grundstruktur ist, mit der man sich da selber mit entweder Wollen, die man noch zu Hause hat oder auch absichtlich dafür kauft, was Cooles draus machen kann. Genau. Da hinten trocknet der Pullover und ich habe hier gerade angefangen, den Teil zu filmen, den Anfangsteil vom Pullover. Aber jetzt ist es wirklich zu dunkel und ich filme einfach lieber mit Tageslicht. Deswegen, genau, stricke ich jetzt den Teil nur noch weiter, der fehlt, bis ich den nächsten Step filme. Und das passiert dann auf jeden Fall morgen. Okay, also ich habe angefangen, dafür das Video zu drehen. Nur den Anfang, damit ich danach den gesamten Teil mit der Zunahme so stricken kann, wenn ich am Wochenende unterwegs bin. Aber ich habe auf jeden Fall unterschätzt, dass sich die dünne Wolle noch weiter zieht beim Stricken als die grüne Version, die ich gemacht habe, weil da einfach auch dickere Wollen dabei waren. Also es fühlt sich einfach viel fester an. Und das hier, ja, also die Variante mit nur dem dünnen Garn, das zieht sich schon sehr, sehr auseinander. Deswegen überlege ich gerade nochmal eine Maschenprobe zu machen mit dünneren Nadeln und dafür vielleicht 6er Nadeln statt 7er Nadeln zu verwenden, weil sich das sonst doch sehr zieht und das Ganze schon sehr, sehr locker ist. Das ist gerade so meine Überlegung.
Wir sind gerade eigentlich kurz vor Aufsprung zu einem Familientreffen, aber der Pullover ist trocken. Und ich wollte ihn jetzt noch einmal kurz anprobieren und euch mitnehmen, ob er passt. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich teste ihn mal. Geh mal ein Stück zurück, dass ihr es sehen könnt. Und ist noch alles ein bisschen weiter geworden. Das passt richtig gut. Ich wollte euch nochmal so den Pullover zeigen. Lich hat den letztes Mal ja einmal kurz anprobiert. Ich glaube, es war ein bisschen dunkel. Deswegen dachte ich, zeige ich euch den nochmal, wie er so im Ganzen aussieht. Ihr seht, der ist sehr, sehr kurz. Ich kann mir das gut über dem Kleid vorstellen. Und die Ärmel sind aber, wie ihr seht, noch einiges weiter geworden. Also das Muster zieht sich schon immer noch mal ja, in die Weite. Nicht so sehr in die Länge, aber die Ärmel sind auf jeden Fall lang genug. So, ich bin wieder am Filmen. Ich bin gerade am Ende vom Körper. Ihr seht, ich komme sehr schnell voran. Also das wird, glaube ich, echt eine sehr coole Einsteigeranleitung, weil man kommt sehr, sehr schnell voran. Der lässt sich wirklich in kürzester Zeit stricken. Und ich frage mich gerade, ob diese Farbe ein bisschen zu krass ist, dazu zu nehmen. Man sieht hier schon einen Farbübergang. Hier ist es ein bisschen so rosastichiger, dann wird es so etwas gelber, etwas orangener und hier unten wird es auch ein bisschen dunkler. Also man sieht schon, dass ich immer mal wieder die Farben, neue Knäuel dazu genommen habe, einfach weil ich hier mit diesen Resten, die ich halt habe, stricke. Also von manchen habe ich auch noch so zwei Knäuel oder drei, aber genau, von vielen auch nur eins. Und dadurch wechselt dann die Farbe hier schon so durch. Und jetzt frage ich mich, ist das zu krass? Oder kann man das dazu nehmen? Ich dachte, ich teste das jetzt mal hier so viel kurz vorm Ende, weil ich bin jetzt hier am Bündchen am Ende. Also man sieht, ne, hier bis hierhin ist das Patentmuster und dann beginnt hier das Bündchen. Könnte man mal testen, oder? Und heute Abend kommen einige Freundinnen und Freunde vorbei zum Stricken. Da freue ich mich sehr drauf. Also manchmal, also vorher in der Studienzeit haben wir uns einmal in der Woche mit ein paar Mädels getroffen zum Stricken, Quatschen, Kochen. Und jetzt gerade haben sich alle so über den Sommer ein bisschen neu sortiert und jetzt machen wir es zum ersten Mal wieder. Es kommen einige Freundinnen und auch Freunde und ein paar Leute, die einfach vorher aus meinem Freundeskreis, die noch nicht gestrickt haben und Lust haben zu stricken und da freue ich mich sehr drauf. Ich teste das jetzt, die dazu zu nehmen, oder? Also, ist schon eine geile Farbe. Das ist übrigens von Knitting for Olive, eine Wolle. Ich denke, ich kann es erst in der zweiten Runde erkennen, weil jetzt blitzt es da vorne so manchmal ein bisschen auf, aber es liegt ja noch auf der Nadel, also hier. Das heißt, ich denke, erst in der zweiten Runde wird man dann erkennen, wie es dazwischen so herkommt. Aber ich vertraue dem jetzt einfach mal, dass da ein bisschen was Knalliges auch gut tun kann. Richtig schön mit unserem kleinen Strickkreis. Ein paar waren dabei, die noch nie gestrickt haben. Das war richtig. Das ist irgendwie immer so süß, wenn man das jemandem beibringt, diese Konzentration. Das wird dann immer irgendwann ganz ruhig und es wird einfach nur noch so konzentriert gestrickt. Ja, das war sehr, sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt habe ich gerade meine Sachen hier gepackt und mein Laptop eingepackt und so weiter. Ich fahre zu einer Freundin und wir werden da ein bisschen coworken. Ist auch im Homeoffice und ja, ist auch irgendwie einfach mal schön, ein bisschen aus der Wohnung rauszukommen zum Arbeiten. Und ich habe heute eh einiges am Laptop zu tun. Und deswegen mache ich mich da jetzt auf den Weg hin. Und ich denke,
dass ich hiermit den Strickvlog beende. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ihr irgendwie ein bisschen was davon mitnehmen konntet. Nächste Woche kommt dann die Anleitung zu dem Pullover, den ich jetzt hier gestrickt habe. Daran werde ich jetzt die Woche weiterarbeiten, sodass ich nächste Woche dazu das Video machen kann. Und wenn ihr den ersten Strickvlog noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch den hier. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao.